Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Das Update, das große Grafik-Update 2018 ist soeben online gekommen und ich bin aus nicht ganz erklärlichen Gründen in Moorland gespawnt. Und oh mein Gott, Leute! What? Also das Erste, was auffällt, ist natürlich, wir haben einen neuen Boden, wir haben neue Gebäude. Justin sieht immer noch genauso aus wie vorher. Aber Leute, das neue Star Stable Update ist online und mit ihm ein komplett neues Moorland. Also komplett neu ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir haben irgendwie keine Zäune mehr. Star Stable setzt jetzt auf eine offene Welt. Ohne Zäune und Begrenzungen. Und ja, es ist alles mehr detailliert. Es laggt gerade ohne Ende natürlich. Es sind schon super viele Leute am Server. Ich hoffe, dass ihr die Eindrücke von Moorland etwas sehen könnt. Und ich muss sagen, ich liebe es. Ich finde es strange, dass hier kein Zaun ist. Das macht mich irgendwie so ein bisschen. Das verstehe ich gerade nicht ganz so wirklich. Aber ansonsten, es ist einfach jetzt so wunderschön. Hier fehlen auch die Zäune, Leute. Ich meine, es ist cool, dann rennt man nicht immer gegen Zäune, aber ein bisschen komisch ist es schon, oder was meint ihr? Ist sogar der Brunnen ist überarbeitet. Es ist super schön. Hier hinten sind die Shops. Wow. Also, sie haben nicht zu viel versprochen, als sie meinten, es gibt nicht mehr so viele Begrenzungen. Es gibt hier, die Mauer ist komplett weg. Hier hinten ist die Frau Holdsworth mit neuen Bäumen. Die Shops sehen auch anders aus. Guckt mal, wie die Shops jetzt aussehen. Oh mein Gott, Leute. Das ist mega klasse. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir einfach eine Tour machen. Und das Video würde dann, glaube ich, morgen im Laufe des Tages kommen. Und wir gucken uns einfach mal alles an. Wenn die Blackie Zeit hat, hallo Blackie, dann würde ich die vielleicht mitnehmen. Und dann würden wir einmal so durch das neue Star Stable laufen. Wow! Einfach nur wow, Leute. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wer von euch hat denn schon das neue Star Stable erkundet? Wie findet ihr das? Das Einzige, was ich jetzt gelesen habe auf der Star Stable Seite, ist, dass jetzt bereits ab 7 Uhr Nacht wird. Das finde ich richtig dumm. Das gefällt mir gar nicht, das finde ich scheiße. Denn ich filme nicht gern in der Nacht, weil ihr einfach nicht so gut sehen könnt. Das heißt, man ist jetzt nicht mehr limitiert bis um 11, beziehungsweise bis um 8, 9, wo es ja, ich glaube, um 9 wurde es ein bisschen dunkler, sondern man muss jetzt schon bis 7 alles im Kasten haben. Ansonsten seht ihr eine dunkle Welt. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das stören würde, wenn man öfter mal am Abend filmt. Und ja. Das war das Einzige, was natürlich heute rauskam. Das Grafik-Update. Ich werde, wie gesagt, also wenn ihr darauf Bock habt, auf jeden Fall nochmal eine Reaktion dazu machen in Star Stable. Und ich bin tatsächlich etwas überfordert mit dieser neuen Welt, aber ich finde sie toll. Ich finde sie toll. Last but not least hat SSO wieder einen kleinen Teaser gepostet für nächste Woche. Dieses kleine Zoni wurde von Lisa erstellt. Es ist so wunderschön, oh mein Gott. Und Star Stable hat uns auch schon verraten, dass es etwas mit Idris Magie zu tun hat. Und mehr erfahren wir dann im Update nächste Woche. Ich bin super gespannt, was das sein wird, ob wir kleine Zoni-Urpferde bekommen, die die Magie von Idris bekommen, oder
Das glaube ich eher, bekommen wir eine neue Story-Quest mit Idris und dem wunderschönen Sony. Ich bin mega gespannt auf nächste Woche, aber ich hätte gesagt, wir genießen jetzt erstmal das neue Star Stable 2018. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!